bis zu 5 Jahre Haft. Die Lufthansa hat wegen des Pilotenstreiks 1.000 ihrer 3.000 Kurz- und Mittelstreckenflüge gestrichen. Betroffen sind rund 140.000 Passagiere. Ein Eilantrag der Lufthansa gegen den Streik war gestern Abend vom Arbeitsgericht Köln in erster Instanz abgelehnt worden. Die Piloten wollen so lange weiter streiken, bis die Lufthansa im Tarifkonflikt ein neues Angebot vorlegt. Die Verbandsgemeinde Lorelei stoppt vorerst ihre Pläne.